ultimativ beste Nacht ever. So, willkommen zurück. Wir fahren gegen alle Ikonen. Fucking shit. 12 Autos hier. Die sind echt die besten der besten alle dabei. Alter, das ist ein Rennen. Gummiband AKI wahrscheinlich wieder inklusive. Mag ich sein, was geht? Ich weiß aber auch nicht, ey. Die Amy ist irgendwie eine der schnellsten, die nämlich schon, weil die Schrauberbraut ist. Komisch, dass die ihren krassen Wagen da nicht fährt. Indem sie ja so lange am Basteln ist. Boah, 30 Kilometer, Alter. Mann, du musst ja erstmal gewinnen hier da drin. Hau ab, Mann! Oh, Mann! Das einzige Rennen war, wo so viele dabei sind, 12 Stück. Aber ja klar, er hier wieder Gas geben muss, der Magnus. Ich hab gar nicht auf Ken Block geachtet. Und der hat ja einen Driftwagen, hat eigentlich gar keinen Sinn. Kann ja gar nicht gewinnen normal. Vor allem ist er auch gar nicht mehr am Radar. Ich hab gar nicht drauf geachtet, ob seine Karre da irgendwo zu sehen war. Oder ob der einen anderen gefahren hat. Also Mustang ist eigentlich so eine Driftschlampe. Ne? Ich heb einfach ab über das Auto, ey. Ich werd von den zwei Porsche-Dingern da gejagt, echt. Die kommen alle nicht hinterher. Nur die zwei da. Komisch. Scheitert all. Die restliche. Ist durch den Fahrer schon rausgelöscht, das Spiel, was gar nicht geht. War nur so am Anfang zu Deko. Da ist der dritte da. Das war's. Wo sind die anderen alle? Ja, ohne Scheiß, da kommt nichts mehr auf der Strecke. Wo sind die? Die sind weg! Ich habe jetzt extra auf dem Radar geachtet. Die sind voll aufgeteilt, richtig lahmarschig. Keine Ahnung warum. Schade eigentlich. So ein Duell gegen Ken Block letztes wäre cool gewesen. Von den anderen habe ich keinen Schirm, kenne ich alle gar nicht. Warum ist der Typ so schnell, ey? Mit seinem perfekten Porsche, der war so gegen den BMW ist er mittlerweile nicht mehr so schnell gewesen. Ich crash den weg. Den krieg ich gleich erstmal. Falls sich Herr Gummiband heute nochmal einholen. Klar. Herr Gummiband, der auf Schienen fährt. Der schneller ist als mit einem Magnus Walker hier, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sollte voll die Verarsche.
Boah, voll in Begrenzer gefistet. So lächerlich, so lächerlich, so lächerlich. Habt ihr das gesehen? Schwachsinn. Klar hat er mich jetzt schon überholt. Das war so klar, dass ein... Ey, eine KI musste ja wieder Gummiband sein, ne? War so klar. Der ist jetzt unbesiegbar, den kriegen wir nicht mehr. Das ist doch schon wieder die Scheiße. Guck dir das an, es ist keiner mehr da. Nur ich und der eine Wagen. Ja. Fick dich doch, du räudiges Spiel, ey. Der ist doch jetzt über alle Berge. Ah, ich hasse diese Programmierung, ey. So lächerlich, dass die alle am Arsch der Welt weggeflogen sind. Nur der eine ist hier super schnell, oder was? Verarschen, Alter, ey. Boah, hammert, ey. Erst werde ich so dumm weggeschleudert wieder. Fahre ich auch noch die falsche Ausfahrt. Aha! Wo ist der? Ich schaff's ja nicht da drin. Ist so übertrieben, unrealistisch schon wieder. Diese Kack-KI, weißt du? Der hat wahrscheinlich 3000 PS. Unglaublich, echt. 1100 PS können nichts ausrichten gegen Kack-KI. Ist der Hammer, ey. Ja, den siehst du nicht am Radar. Als ob der das ist. Hä? Wieso ist der denn jetzt auf einmal so langsam, hä? Verarschung, Alter. Einfach eine Verarschung hier mit der KI. Mistkerl. Jetzt ist er wieder schnell. Willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen? Wo kommt der denn auf einmal her? Da war voll weit und breit keiner. Siehst du, das meine ich mit Gummiband-KI, Leute. Genau das, der war weit und breit vorhin nicht zu sehen. Und auf einmal ist der hinter mir. Glaub's aber selber nicht. Warum benimmt sich mein Handling auf einmal so schwachsinnig dumm? Kapier ich gar nicht mehr, ey. Echt. Das Spiel hat voll die Schwächen, was die Bots angeht. Vor allem in diesem scheiß Driften. Ey, mein Auto verhält sich total merkwürdig. Ich komme damit nicht mehr um die Kurve richtig und gar nichts. Der fährt denn vor mir da wie so ein Irrer. Der gehört nicht zum Rennen. Hau bloß ab! Verhält sich total komisch, Mann. Was ist mit meinem Auto los? Was ist los hier, Alter? Verpiss dich doch, du Scheiße, ja. Alter. Oh. Nein, ich verliere. Ich verliere. Unglaublich. Jetzt komm, Mann. Oh, jetzt fahr vorbei. Oh. Ey, was ist mit dem Auto los, ey? Wieso konnte ich nicht mehr um die Kurven driften, Mann? Überlastet das Spiel, ey. Geschafft. Mal eben. Ja, klar, so wenig RP nur, ey. Witz, komm raus. Yeah, absolut irre. Okay, Leute, zurück zum Club.
fahre ich noch ein Rennen gegen die beiden hier. Ich hab keinen Nerv mehr, also echt, das ist so dämlich gemacht, ne. Fliegst hier durch die Gegend wie so ein Kartoffelpuffer, ey. Ach. Schwachsinn, ey. So ein Schwachsinn. So behindert, was das Unfallverhalten hier angeht, ne? Oh, nur am Ragen. Naja, wir haben dieses Psycho-Rennen auf jeden Fall geschafft. Das war's für die Folge heute. Eine kürzere Folge, weil die nächste Folge wird die letzte Folge sein wahrscheinlich. Deswegen machen wir heute mal eine kurze Folge. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten und letzten Folge von Need for Speed. Tschüss.